willkommen bei Metalalter TV, dem Kanal für Leute mit gutem Musikgeschmack. Ich bin's, euer Tigger, und heute stelle ich euch mal wieder eine asiatische Band vor. Es geht wieder nach Japan, es ist Broken by Scream. Ich kenne die Band noch nicht, wir werden jetzt reinhören und danach quatschen wir ein bisschen über die Band. Und jetzt gibt's das Lied hier, keine Ahnung wie es heißt, so, ne, ist halt japanisch, zusammen mit Isam von Make My Day und zusammen mit, keine Ahnung wie der Name hier heißt, von Eilip Döpa oder Döpa, keine Ahnung, kenne ich auch nicht. Aber ihr wisst, ihr kennt das Ganze hier, ich reagiere jetzt immer wieder auf asiatische Bands, die schon ziemlich geil sind, aber das ist eine reine Damenband, also Female Metal aus Japan. Ich bin gespannt, in welche Richtung das geht. Wird es so Anime-mäßig sein? Wird es Rock-mäßig sein? Wird es brutal sein? Wir hören rein. Geht auf jeden Fall schon nach vorne. Das macht Spaß. Das Deathcore. Ja, geil. Also, ernsthaft, damit habe ich nicht gerechnet. Alter, ich bin gerade weggeflasht, sorry. Okay, mit sowas habe ich gerechnet. Ja. Ist das Deathcore? Ich würde sagen, das ist Deathcore mit dem ruhigen Pass. Ich muss sagen, mit dem Geschrei gefällt mir das besser als das, aber es ist trotzdem geil. Das ist dieser Mix aus. Ein Mix aus guter Lachs und Baby Metal. Also guter Lachs jetzt nicht, aber guter Lachs wäre mehr gegrunzt. Aber so ein Mix aus. Ihr wisst, was ich meine. Ein Mix aus Wrecked und Smackdown Baby Metal. Alter, das sind die Mädchen! Alter, ist das geil! Nehmen die das her? Okay, frag ich mich bei anderen auch. Das ist geil, das gefällt mir. Irgendwie. Absolut. Ich hätte jetzt gedacht, der Bretter hätte voll technisch noch einen drauf. Ja, okay. Ein bisschen mehr so. Aber ich habe an noch mehr Gespieltheit gedacht. Special Guest. Isam. Isam. Ja. Passt. Der Genty gerade geil. Ich finde den Mix sehr geil zwischen dem Kreische und dem Klagesang. Obwohl ich muss sagen, der Klagesang an sich alleine wäre langweilig. Aber das ist mega.
Ich weiß nicht. Das feiere ich gerade total. Ich hatte halt irgendwas seichtem, melodiösem gerechnet. Das ist geil. Broken by the Scream. Keine Ahnung, wie das Lied heißt. Mit Isam from, oder Isam oder wie auch immer von Make My Day und irgendwem von Eilif Dopa, keine Ahnung. Geil. Ich muss sagen, hat mich überzeugt. Ich bin gerade irgendwie. Ihr merkt es, meine Stimme überschlägt sich, weil ich positiv überrascht bin. Ja, Broken by the Scream ist eine Metal Idol Group von 2006. Ich habe keine Ahnung, was Metal Idol ist. Ist das sowas wie America's Got Talent oder wie heißt das hier in Deutschland? Das Supertalent? Ich gucke kein Fernsehen, deswegen weiß ich sowas nicht. Ich bleib da bei YouTube und bei Netflix und Disney und all so einem Scheiß. Ja, die Band gibt es seit 2016. Haben einige Members, deren Namen ich nicht aussprechen kann, es tut mir leid, haben auch schon, nach dem, was hier steht, drei Alben an der Zahl rausgebracht. Eins 2018, eins 2019 und eins 2020. Ich bin hier auf so einer J-Pop-Fandom-Seite, wo das steht, weil ich habe zu denen weder auf Metal Archives noch auf Wikipedia oder sowas gefunden, deswegen gucke ich jetzt danach. Ich finde es geil, mir gefällt es, das ist halt, das ist Deathcore. Ja, es ist Deathcore, meiner Meinung nach. Vielleicht ist es was ganz anderes und ich bin da gerade komplett falsch. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ich da falsch liege. Auf jeden Fall, mir gefällt es. Ich bin absolut begeistert und ich merke ja auch, ich habe ja viele asiatische Bands, oder das ist viele, bis jetzt schon auf einige asiatische Bands reagiert. Könnt ihr euch hier oben auch nochmal anschauen in der Playlist, worauf ich reagiert habe. Und ich finde da immer wieder was Neues, weil wenn man einmal so eine Band hört, dann wird im Feed immer wieder irgendwie neue Bands aus dem Bereich vorgeschlagen. Diesmal die Band. Und ich wusste nicht, was es ist. Ich habe mit irgendwas Seichtem gerechnet. Das ist geil, das ist hart nach vorne. Das gefällt mir. Darauf trinke ich jetzt erstmal noch einen Schluck Mezzomix. Sagt uns zu euch, Metal ist geil und Krieg. Scheiße.